Hey Leute, ich habe es hier Kopfweh, aber ich mache das Video jetzt trotzdem. Ich habe von Stefan mal einen 21-Band Weltempfänger von ESC Electronic bekommen. Da steht 6005, FM Langwellen, Mittelwellen, SB 1 bis 18, Sony IC von Japan, 21-Band World Receiver. Das Sony IC von Japan interessiert mich. Was haben die denn da für ein IC verbaut? Das heißt Sony IC from Japan. Da steht nichts weiter Besonderes drauf. Die Rückseite ist wohl genauso wie die Vorderseite. Hier an der Seite steht eigentlich das gleiche drauf. Teleskopantenne, LED-Tuning-Indikator, 21-Band. Ja, dann packe ich den mal aus, würde ich sagen. TE-Zeichen. Ist das das echte? Ich glaube, das C und das E ist zu nah zusammen, ja. Das ist eindeutig zu nah zusammen, das C und E. Heißt das Kinderexport? Ist es ein echtes TE-Zeichen oder ist es nur falsch aufgedruckt vom Hersteller? Aber das C, wenn man das verlängert zu einem Kreis, das geht voll ins E rein. Das E hat alle drei Balken auch gleich und nicht die mittleren verkürzt. Also denke ich mal, dass es ein falsches TE-Zeichen ist. Dann der grüne Punkt, okay. Auspacken. Habe ich einen dafür. Ups. Jetzt ist nochmal eingepackt die Folien. Kann man nochmal auspacken. Tja, das Radio sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ah. Hier ist eine Nummer, ich denke mal eine Seriennummer. Weltzeitzonen. Die Welt und hier die ganzen Frequenzbereiche. Was auffällt ist 2,30 bis 2,62, 2,60, also dass die wirklich von 2,30 durchgehend ja, bis 26 MHz geht. Auch hier 2235, also die Frequenzbereiche überschneiden sich jeweils immer. Was an sich sehr gut ist. Hier kommen vier Batterien rein. AA. Ja, dann werde ich die mal einlegen. So, was ist noch dabei? Das da. Das sind zwei Zettel. Schauen wir den ersten an. Ups. Irgendwie ist das Ganze, wenn das so ist, irgendwie dann falsch. Ne, es ist kein Heft. Es sind nur zwei. Ja. Das ist auf Englisch, denke ich. Lese ich jetzt mal nicht. Ah, das ist wohl scheinbar auf Deutsch. Okay, der 21-Band-Weltempfänger wird mit Sony-Teilen hergestellt, ist leicht zu bedienen, hat eine gute Empfangsqualität und für die Größe des Gerätes ausgezeichneten Klanghinweise zum Gebrauch. Teleskopantenne, okay, dann eine Bandwahl, stellen Sie die Bandwahl weiter, kurz, gut, also Standard, hier DC, wenn Sie Batterien verwenden, ist die Leistung geringer. Kopfhörer, wenn Sie Kopfhörer einstecken, wird der eingebaute Lautsprecher automatisch ausgeschaltet. Senderwahl, Lautstärke ein aus. Allgemeine Pflegehinweise. Okay, wichtig, alte und neue Batterien immer zusammen verwenden. Das Radio längere Zeit nicht verwendet wird, sollen Sie die Batterien herausnehmen, da ausgelaufene Batterien das Gerät beschädigen können. Ja, okay, dann mal die Batterien rein. Da ist ein Band, dass man die leichter wieder rausbekommt. So. Jetzt mal gucken, Feder ist immer Minus. Die ist da rein. Ups. Das geht nicht ganz rein. Und das auch. Na jetzt. Und da kräftig drücken. Jetzt ist das auch drin. Ups. Geht aber leicht wieder raus, aber schwer rein. Dann hier. Und dann hier. Die Akkus sind voll. Kann mit vollen Akkus betreiben. Dann wieder zu. So. Jetzt mal gucken, da haben wir AM/FM, auf FM denke ich mal, wird es ein ganz normales FM-Radio sein, hier die Teleskopantenne und grünes Licht für die Ausweitung des Militäreinsatzes. FM geht schon. Genau. Ja. Passender auf FM, gut. Dann gehen wir auf AM. Ups. Langwelle. Auf Langwelle werde ich wahrscheinlich nichts empfangen. So.
Display spiegelt. Da wird es leise. Da ist auf langweilig was. Da piepst was auf langweilig. Okay, das tue ich mal auf 1. Ich bin bei langweilig. Das zweite wäre Mittelwolle. Mittelwolle, jetzt bin ich auf Mittelwolle. Da steht auch wieder irgendwas. Kann die Kamera sehen. Da steht auch wieder was bei mir. Mittelwolle funktioniert schon. Okay. Dann kurz vor dem Bereich 1, da haben wir hier 1, 3, 5, 6, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Es ist ein bisschen blöd gemacht bei der Skala mittlerweile im Bereich 1. 2,6, 2,4, 2,7, 2,2, also die linken, die kleineren Zahlen, ne, die 2,4, 2,4, 2,5 und so, ist quasi 1 und 2 wäre dann die höheren Frequenzen. Also da ist kein Sender. Ich kann mal weiter hochgehen. Wird auch Sender empfangen. Ein bisschen empfangsschwach. Durchschauen. Aber wir haben auch Tag und weil wir Tag haben, da werden wir auf Kurzwelle nicht viel empfangen. Wenn wir da keinen Sender haben, dann würde ich sagen, probieren wir mal den Selbstbausender aus hier. Den da, ups, da an die andere komme. Gut, probieren wir mal den Selbstbausender aus. So, der Sender, der ist irgendwo in der Mitte vom Mittelwellenbereich. Den hier auf Langwelle, auf Mittelwelle, dann da ist er, da ist Stille. Da leuchtet auch die Tuning-LED dann auf. Da leuchtet da auf. So, dann werde ich mal Audio senden. Mal starten. Der Sender hat übrigens keine große Reichweite. Wenn ich den weg tue, rauscht es schon. Der ist nur dazu da, um das Audio auf den Radio auf Mittelwelle zu bringen. Man muss halt hier auf die Mittelwellen-Verrückantenne einkoppeln. Das sendet mehr Höhen als ein normaler Mittelwellensender. Wenn ich hier die Frequenz leicht verstelle, dann kommen die Höhen auch eher besser durch. Auf Mittelwelle. Weil die dann eher schon fast SSB, also nur ein Seitenband, die moduliert und da passen dann höhere Frequenzen durch. Okay, dann würde ich sagen, schraube ich das Ding mal auf und guck, was da für ein Sony IC drin ist. Ja, es sind schon mal 4 Schrauben drin, 2 große, eine mittlere und eine ganz kleine. 2 große, eine mittlere, eine ganz kleine. Und jetzt geht das da schon auf. Mal gucken. Oh, es fällt auch schon ein Taster raus. Ah, da ist nur ein Lautsprecher drin. Da haben wir ein Keramikfilter wieder, Lautsprecher und Strombuchse. So, ich glaube, das kann man dann auch abnehmen. Es liegt nicht drauf. Das fest. Das ist anscheinend fest. Oh oh, das abmachen, das würde aber schwer werden. Aha, da geht das ganze Teil raus. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal die Batterien raus. Nicht, dass ich noch einen Kurzschluss mache und gucke mir das genauer an. Da auf der Rückseite haben wir ein IC. Und das Sony IC, das ist ein Samsung IC. Samsung HD27CS1A04.
26102-SU, oder? Ja, da ist ein Samsung IC drin. Samsung. Doch kein Sony IC. Deutet der Rest noch darauf hin, dass da noch ein IC ist. Das ist die Wellenbereichschalter, das sind die Schalter. Ist doch kein Sony IC drin. Ist ein Samsung IC drin. Ich schätze mal, das ist so ein ähnliches IC wie das vom anderen Radio. Das müsste auch 28 Pins haben. 3, 5, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, genau, ist auch 28-polig. Ist das vielleicht so ein IC wie das beim anderen Radio und gar kein Sony IC? Dann hier haben wir die Mittelwellenfritantenne. Da haben wir Festinduktivitäten, die umgeschaltet werden, und Kondensatoren durch die Wellenbereichsschalter und dann ein paar Filter. Aber ich kann da kein IC mehr erkennen, ich kann da einen Transistor erkennen. Transistor, da steht drauf, 106 oder 8106, ja, 8106. Nur ein Transistor. Ja, da hier haben wir nur die Audiobuchse und Stromversorgungsbuchse, Audiobuchse. Da geht die Batterie drauf, ist wie ein vierpoligen Kabel da verbunden. Dann hier ein Filter, ich denke für AM, und hier ein Filter, ein Keramikfilter, ich denke für FM. Das kleine hier. Ah, da sind zwei Ferritantennen drin. Eine ist hier, also eine ist hier außen. Und eine ist hier unten drin noch. Hier unten drin, da hinten, da ist noch eine. Da sind zwei Ferritantennen drin. Ich schätze hier eine für Mittelwelle, eine für Mittelwelle. Ja, dann hier den Drehkondensator in der Mitte. Allerdings kein weiteres IC. Kein einziges weiteres IC da. Auf dem Filter steht drauf L10.7A, auf den FM-Filter, und das andere wird ein 455A sein, das gelbe Keramikfilter. Also von der Filterung hier genauso gut wie der andere Radio auch. Der eine Transistor, der da drin ist, den habe ich falsch gelesen, das ist ein 9018. Da findet man auch leicht ein Datenblatt. Und das ist der einzige Transistor, der da verbaut ist. Ich kann sonst nirgendwo mehr einen Transistor erkennen. Da haben wir ein Potti, Widerstände, ein paar Filter, Induktivitäten. Aber ich kann sonst wirklich keinen Transistor mehr erkennen. Also nur den 9018. Jo, dann kann ich das Ding wieder zusammenbauen. Vorsichtig. Die Antenne war hier angeschraubt, die kann ich da wieder anschrauben. Die Schraube brauche ich dann in Zukunft nicht mehr ausschrauben. Die kann ich drin lassen. Ja, also irgendwie doch kein Sony IC, ein Samsung IC, obwohl hier drauf steht Sony IC von Japan. Es ist ein Samsung. Funktioniert wieder. Und Empfang hier ist ja, glaube ich, nicht so der Hit. Ich glaube, auf Mittelwelle geht der noch. Ich probiere jetzt mal den da. Und dann mal drauf hin. Und auf Mittelwelle jetzt. Klappt jetzt vom Empfang her besser. Ist auch kleiner. Hat auch so eine IC drin, braucht aber nur zwei Batterien. Ja.